Wir bekommen ständig das Feedback von unseren Kunden, dass das zeitweise Arbeiten an einem höhenverstellbaren Schreibtisch total angenehm ist und auch Rückenschmerzen reduziert. Warum das so ist, erfährst du in diesem verlinkten Video. Manchmal bekommen wir aber auch die Frage, was man machen kann, wenn durch das Stehen eben die Füße etwas schmerzen oder auch die Gelenke ein bisschen wehtun. Die Frage kommt vor allem von Leuten, die im Homeoffice arbeiten und vielleicht keine dämpfenden Schuhe anhaben oder auch von Leuten im Büro, wo es einen sehr harten Boden eben gibt. Vielleicht kennst du das ja. In der Tat ist es so, dass das Stehen auf harten Untergründen manchmal als unangenehm empfunden werden kann. Das liegt einfach daran, dass der Druck auf die Füße, auf die Gelenke natürlich höher ist als im Sitzen. Und im Vergleich zum Sitzen werden die Beine dann eben auch ein bisschen schneller müde und man möchte sich vielleicht gleich wieder hinsetzen. Das sollte natürlich nicht so sein. Als Lösung für dieses Problem brauchen wir jetzt also etwas, das die Bodenbeschaffenheit so verändern kann, dass der Druck etwas sinkt und man dann eben keinerlei Schmerzen mehr in Füßen und Gelenke hat. Speziell für diese Anforderung haben wir die Ergotopia Arbeitsplatzmatte entwickelt, auch genannt Stehmatte oder Anti-Ermüdungsmatte. Durch ihre Beschaffenheit, durch ihren Untergrund sorgt sie dafür, dass der Druck auf Knie und Hüften, Beine, Füße eben sinkt und man dann Schmerzen aktiv vorbeugt. Da, wo jetzt zum Beispiel eben noch ein harter Untergrund war, am höhenverstellbaren Schreibtisch perfekt einsetzbar, hat man nun mehr so eine Art weichen Waldboden und man merkt ganz deutlich, wie der Druck auf die Beine und Füße weniger wird. Die Oberfläche der Stehmatte ist rutschfest und der Stand ist sanft balanciert. Dies trainiert Füße und Beine, regt die Durchblutung an und sorgt für einen stabilen Stand, was wiederum die Körperhaltung verbessert. Diese abgeflachten Kanten hier verhindern übrigens, dass man stolpert, wenn man mal jetzt so an den Schreibtisch, an die Matte herangeht. Übrigens ist die Matte auch schmutz- und wasserabweisend und auch sehr leicht zu reinigen, was nicht unwichtig ist, wenn man Schuhe anhat. Das Ganze fühlt sich auf jeden Fall total angenehm an und es motiviert sogar zum Stehen auch dann für längere Zeit. Also nochmal zusammengefasst, warum könnte sich so eine Arbeitsplatzmatte für dich lohnen? Sie reduziert eben Gelenkbelastungen im Stehen und beugt Verschleißerkrankungen vor. Sie hilft gegen Ermüdungen, Verkrampfungen und Durchblutungsstörungen der Füße und Beine während des stehenden Arbeitens. Sie vermindert muskuläre Verspannungen und Fußschmerzen. Sie erhöht den Stehkomfort und unterstützt eine gesunde Körperhaltung. Übrigens ist sie auch umweltfreundlich, denn der langlebige PU-Schaum ist recycelbar und frei von Ausgasungen. Ich hoffe, du hast in diesem Video ein paar für dich nützliche Tipps zum Thema Stehmatte bekommen können. Wenn du noch irgendwie Fragen zu dem Thema hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare und dort findest du auch unter dem Video den Link für die Stehmatte, falls du sogar überlegst, dir diese anzuschaffen. Über ein Like würde ich mich auf jeden Fall freuen, abonniere gerne unseren Kanal und dann wünsche ich frohes Schaffen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!